Ja, Freunde, hier bin ich wieder. Hier ist euer Mann der guten Laune. Ich bin in Island. Es scheint mal die Sonne. Und ich glaube, das hier ist die schnellste und brutalste Art, im Park nass zu werden, auch wenn es aussieht. Ja, ihr seht vielleicht jetzt. Es ist immer wieder toll. Und das meine ich damit, die schnellste und brutalste Art, nass zu werden im Park. Es ist eigentlich eine Whale Watchers Fahrt, also eine Kinderattraktion, wo man die Kids natürlich auch an das Wasser im Park gewöhnt. Und es geht eigentlich immer schön im Kreis hin und her, schön dekoriert, aber wenn ihr dann so wie diese Leute hier was abkriegen, ja, vom Vulkanausbruch und von den Geysieren. Ja, ist das toll, und ich zeige euch jetzt mal dieses, wenn ihr da drüben stehst, das ist eine Wasserkanone hier, Freunde, da, wenn du hier stehst, kannst du die Leute im Boot nachspritzen. Es ist eigentlich herrlich gemacht, es ist wunderschön, jetzt sieht man vielleicht, ah. Schade, ich muss jetzt leider gehen, weil sonst werde ich nass. Ihr seht, sie versuchen es immer wieder. Und sie treffen auch, wenn man schlecht genug steht, wird man hier pitsche-patsche nass. Also, das ist die Besonderheit eigentlich, das ist der Sinn hier an der Attraktion. Ihr seht, die Boote können sich gegenseitig nass spritzen. Und ja, es ist eine schöne Tour eigentlich, sehr, sehr gepflegt, tolle Anlage, sehr durchdacht. Und ihr seht, so kann es gehen. Ich bin nass, wenn man mal nicht aufpasst. Ja, kannst du hier schon mal pitsche, patsche nass werden. In diesem Sinne sage ich piep, piep, piep. Und an Sommertagen ist das hier sehr zu empfehlen. Ich hab euch lieb. Servus und tschüss.